Und ich möchte es nicht aus dem dunklen Tropenholz bauen, einfach... Nee, da will ich ja gar nicht rein. Einfach deswegen, weil das Tropenholz so dunkel ist. Ja. Nee, ich habe da schon so was im Auge und das würde ich gerne so machen. Glas haben wir auf jeden Fall noch genug, das ist gut. Den Sandstone sollte ich mal lieber nach oben packen, nicht da unten rein. Und wir haben... Das ist normales Holz, ne? Also hier, wie wir es kennen. Das Tropenholz packe ich mal eben hier mit rein. So, Wooden Plankse, die können wir mitnehmen. Die Wooden Stairs werden wir auch brauchen. So, ich muss gerade überlegen. Ach, die Bricks sollten wir vielleicht nicht hier oben zu den Wooden Planks packen. Hier ist Tropenholz. Doof, dass nicht dabei steht, welches Holz das ist. Und das sind ganz andere Wooden Planks. Die könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Das sind, glaube ich, die aus dem... Birkenholz. Ja, Birkenholz ist richtig. Ach, wir haben ja noch 52 Wut dabei. Aber die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Zack. Ich weiß nicht genau, wie aufwendig das Ganze wird, was wir da jetzt hinbasteln. Ich habe da noch nicht so eine richtige Vorstellung von. Ich hoffe nur, es wird ein bisschen aufwendiger. Was mache ich denn hier schon wieder? Ich bin schon wieder ein bisschen planlos. So, ich glaube, ich mache dann auch nochmal... Wir haben 23 Treppen. Okay, probieren wir es mal. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich bin sehr gespannt, ob das so funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube ja noch nicht dran. So, hier könnte man theoretisch... Ich mach nochmal einen weiterhin. Genau, das ist ganz gut. Und mach jetzt da nochmal Gravel. Wo ist denn hier Gravel? Da ist Gravel. So, ich baue das Ding jetzt einen weiter nach vorne. Oh wei, was tue ich hier nur? So, fertig. Und was sagt er? Ist doch super. Tja, endlich ein neues Gebäude hier in Dörfchen. Naja, nicht ganz. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen... Das wird sich noch ein bisschen hinziehen, glaube ich. Boah, ich weiß noch nicht genau, wie ich das bauen soll. Vor allen Dingen werde ich dafür eventuell... Ich hoffe, da muss ich jetzt nicht... nachträglich noch ein bisschen rumfliegen oder so. Das wäre natürlich doof. Da könnte ich, genau, das mache ich mal so. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie es dann wird. So, das ist ja schon mal super. Und jetzt ist die Frage. So, das wird natürlich der Eingangsbereich, ne? Das dürfte man sehen. Aber ich frage mich jetzt noch, wie mache ich das denn? Mache ich das mit Sandstone? Weil... Ich glaube, Sand würde besser passen, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Boah, das ist echt schwierig. Oder Cleanstone? Oder vielleicht so wie hier. Mit den Stone Bricks. Ich probiere es mal mit den Stone Bricks. So, 1, 2, 3. Hups! 1, 2, 3. So, das sieht schon mal nach nichts aus. Das ist ja schon mal sehr gut. Und dann müsste ich hier theoretisch... Das sind jetzt 1, 2, 3... Ach du Scheiße, warum habe ich mir das überhaupt vorgenommen? Ich weiß es gar nicht. So. Na, 1, 2, 3. Ich baue erstmal in Dreierhöhe, da falle ich dann nicht so weit runter. Das muss später eh alles noch größer... So, ich glaube, das müsste eigentlich gehen. Von der Größe her müsste das passen. Noch mehr in die Breite wäre vielleicht zu übertrieben. Ich weiß es nicht genau. Ich teste das gerade mal. 1, 2. 1, 2. Und dann, wenn man es dann hier wieder zuzieht, dann wird es vielleicht doch ein bisschen klein, oder? Obwohl im Verhältnis zu unserem normalen Dingensen geht's eigentlich. Und hier, wie viel Platz haben wir hier? Dann könnte man hier auch noch was Kleines hinbauen. Okay, ich glaube, ich bleibe mal bei der Größe.
Hei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 e
So, Fenster und sowas mache ich später. Einfach nur, weil wir jetzt erstmal nur den Grundriss machen. So, jetzt haben wir hier, kommen die Dingens hin. Die haben wir leider gerade nicht. Das heißt, die würden dann hier hinkommen. Zack, zack. Und dann müsste man hier eigentlich auch zumachen. Okay, haben wir denn zufällig, ja, da mache ich diese Stonebricks, mache ich dann hier auch. Ja, ich mache das lieber so rum. Ich glaube, das ist besser. Huch! Und da ist die Spitzhacke wie erwartet zerlegt. Haben wir denn zufällig noch die Bodenplatten? Haben wir ja nicht mehr. Mist, da müssen wir noch ein bisschen machen. Ich bin mal gespannt, was das wird. Also vor allen Dingen bin ich gespannt, wie das wird. Au, 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 au. Was habe ich mir da nur vorgenommen? So, Cleanstone. Wie viel Cleanstone haben wir eigentlich? Ich habe ja so die Befürchtung, wir haben nicht genug Cleanstone. Und werden uns dann noch welche machen müssen. Ah, ach guck mal, Stone Stairs und der gute Cleany ist auch dabei. Super. Ne, wir haben ja noch, dann haben wir 9, genau. Okay, für ein bisschen was reicht das vielleicht noch? Und es tut mir leid, wenn ich jetzt weniger Sprüchlein mache und sowas, aber ich muss mich dann wirklich beim Bau auch ein bisschen konzentrieren, wenn ich wieder was bauen möchte. So, nee, will ich gar nicht. Ich will das ja so haben. Zack. Und dann aber 64 von den Guten und vielleicht... Wie lange brauchen denn... Ach, die sind fertig. Super. Zack. Und dann kann ich hier was reinmachen wieder. So. Und ich würde sagen... Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp und wupp. Super, haben wir 64 von den Bricks und 64 von den Stone Bricks. Das ist doch schon mal viel wert. Und jetzt schmeiß ich gleich mal ein paar Cobblestones hinterher. Jetzt nehme ich gleich mal die Sandstones mit den Sand und die Dinger. Den Cobblestone kann ich ja auch. Ne, kann ich nicht, weil ich voll bin. So, eine Sekunde. Mist, ich habe irgendwie einen Schnuppen, habe ich mir eingefangen. Jetzt muss ich die ganze Zeit aufpassen, dass da hinten nicht irgendwie, ne, aus der Nasen hinten Dingens sonst was wand. Oh, 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 oh. Dum, 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 dum. Ich bin schon ein bisschen heiser vom Let's Play aufnehmen. Lalalala. Wie gesagt, hier sind gerade so ein bisschen die Marathonrunden. Ich habe mir natürlich keinen Cobblestone eingepackt, weil ich so ein Schlauer bin. Ja, wie man sieht, ich bin diplomiert. So, ich glaube, ich nehme momentan einfach zu viel auf. Den Gravel packe ich erstmal damit rein und dann, nee, hier waren die Cobblestones, wupp, wupp. Ne, 2 reichen ja erstmal, weil mehr passen ja unten nicht in die Öfen. Vielleicht braucht man noch ein bisschen mehr Öfen, dass wir schneller reagieren können. Also von der Baueffizienz sind wir ja nicht so sonderlich gut ausgestattet, muss man leider mal sagen. Huch. Ach, das waren Stonebricks. Cool. Ich hab die nicht so direkt erkannt. Nun ja. Oh, aber wenn wir schon mal dabei sind, dann mache ich zumindest nochmal was anderes. Bastel, 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 die großen Bastelstunden. So. 24 werden da ja hoffentlich reichen. Vorerst. Dann können wir einerseits bei dem Ding den Boden auskleiden und bei dem anderen Ding... Nach den Survival-Wochen komme ich mir jetzt vor wie bei den Marathon-Wochen. So, das Blöde ist nur, wir müssen da jetzt nochmal irgendwie wieder aufs Haus drauf. Vielleicht mache ich das erstmal hier so.
Ach, wo sind die? Die Spitzhacke ist ja kaputt. Vielleicht sollte ich die mal. Sollte ich mir mal eine neue machen? Wenn wir nur nicht so viel Krempel dabei hätten, das ist ein bisschen ätzend. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Aber ich glaube, eine reicht diesmal. Wir gehen ja diesmal nicht auf Erkundungsjagd oder so. So, die brauchen wir momentan nicht, hoffe ich. Okay, jetzt lassen wir mal gucken, wie machen wir das denn? Das sieht, obwohl das geht eigentlich auch. Aus Versehen richtig, könnte man sagen. Ach ja, und hier natürlich. Hopp, hopp. So, ach, das wird ja noch lustig, fürchte ich. Das wird ja noch richtig, richtig lustig. Okay, was können wir denn jetzt hier noch hinmachen? Ich überlege gerade, ob man da jetzt so. Ich guck mal kurz. Au. Bin mir nicht sicher. So könnte man das eventuell machen. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt momentan so ein bisschen überfragt, wie genau ich das machen soll. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel. Huch. Hops. Ich hoffe, das ist dann nicht zu gewagt. Ich bin mir momentan nicht sicher. Ich weiche hier gerade von meiner üblichen Baunorm ab, glaube ich. Was aber eigentlich mal ganz gut ist. So, was passiert, wenn ich jetzt hier ein Klöpschen draufsetze? Und hier vielleicht auch. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber man könnte das da ja noch als Fenster nach drinnen verkaufen, weil das ja hinter ein abgeschlossener Raum ist. Ich möchte eigentlich fliegen, weil es dann viel schneller ginge zu bauen. Weil ich muss jetzt irgendwas ach Mist, ich muss jetzt was versuchen, was ich so ja sonst nicht gebaut habe bisher. Eine Axt haben wir da. Ah, Gott sei Dank, ich dachte schon. So, packe ich mal die Erde raus. Dann mache ich das mal anders. Ich mache dann mal. Ach Mann, ey, das ist ein bisschen tricky. Okay, pass auf, ich probier's trotzdem. Ist mir jetzt egal. So, dann geht das rüber nach da. Ich glaube, das mit den Feinheiten mache ich hinterher. Hilfe. So, dann mache ich hier noch einen Klops die Erde hin und dann kommt hier nämlich noch so. Ah, ich glaube, da habe ich eine Idee, wie ich das machen kann. Okay, ohne dass ich mich jetzt hier verrückt mache. Ich glaube, da habe ich gerade eine Idee, wie es funktionieren könnte. Die Größe müsste hoffentlich auch stimmen. So.
ja, ich muss mich gerade leider ein bisschen konzentrieren. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, dass der Gronkh sich mal konzentrieren muss, wie ein Orangensaft-Konzentrate. Nee, scheiße. Siehst du, schon falsch. Habe ich mich nicht gut genug konzentriert. So, pass auf, die rupp ich jetzt auch ohne Schaufel weg, ist mir gerade egal. Ja, wahrscheinlich wisst ihr doch schon, was ich hier vorhabe. Und hier hätte ich eigentlich auch eher diesen hier machen müssen. Boah, ist ja nicht so leicht. Sieht jetzt ein bisschen wüst aus eigentlich. Ist mir auch gerade zu viel Stein. Es müsste mehr Holz sein. Moment, ich probiere gerade mal den hier. Und wenn ich jetzt da... Ah, es sieht da richtig scheiße aus. Nee, das kann ich so nicht lassen. Na. Und wenn ich da jetzt so... Nein. Boah, ist echt tricky. Warte mal, wenn ich da jetzt so mache... Und dann da jetzt so mache... Dann sieht das ganz schön horstig aus. Ich sollte es vielleicht mal genau umgekehrt versuchen. Moment. Boah, diese Musik, ne? Das ist ja so ein bisschen Ach, schon wieder falsch rum. So ein bisschen esoterisch hört sich das hier gerade an. Nein! Mann! So, ich glaube, das geht schon wesentlich besser. Das kann man, so kann man das eigentlich machen. Und so auf jeden Fall schon mal nicht. Okay, da müsste ich, glaube ich, rein und das von hier. Das ist ja richtig scheiße. Okay, ich glaube, ich müsste nicht rein, sondern ich müsste das dann von hier machen, ne? Aber auch das ist ganz schön... doof. Ah! Ich wollte doch eigentlich... Wo ist... Ich habe doch... Nein. Pass mal auf, ich mach mal Folgendes, damit ich jetzt nicht dauernd zurücklaufen muss, wenn ich mir irgendwas basteln will. Mache ich mir hier wieder so einen Bastelkasten hin und dann geht das schon wesentlich schneller. Zack. Und dann mache ich mal eben so, so und so. Zack. 54 Woody Planks, das geht doch schon. Und das geht offenbar nicht. Und die Wooden Planks sind immer noch buggy. Das ist natürlich ein Traum. Ja, das sieht ja richtig doof aus. Ach Mann, ich glaube, ich vergeude hier die ganze Zeit einfach nur Zeit. Das ist das Geheimnis. Ich glaube, ich lasse das dann da einfach so. Weil das kann man ja auch so lassen. Dann mache ich da vielleicht auch hier einfach so, so ein paar Stützdinger hin, wie gehabt. So, ich glaube, das sieht schon eher nach was aus. Dann kann man diesen Eingangsbereich zumindest so lassen. Hier oben kann vielleicht noch eine Lampe rein. Und alles in allem sieht es jetzt ziemlich wild aus. Hier mache ich mal eben raus. Ich glaube, zwei... Oder nur eins, ich weiß es noch nicht. Ich glaube aber zwei. Sehen wir ja später dann. Vielleicht sollte ich auch oben erstmal so ein bisschen